Hey Leute, willkommen zurück zu Landstalker. Jetzt betreten wir die Kalanitsa-Tlition, den Untergrund, die alten Gräber. Und dann schauen wir mal, was wir da finden. Okay, auf jeden Fall schon mal sehr viele Türen und Kammern und Wege. Wächter der Untoten. Der Dunkle aus der Unterwelt dich vor viele Rätsel stellt. Lass Ruhe nun dein Schwert. Lern schätzen des Verstandes wert. Hehehehe, hier kommt noch ein Opfer. Willst du in die Halle der Untoten eintreten? Ich schätze schon. Mutig, mein Junge. Du musst 8 Rätsel in 8 Räumen lösen. Wenn du das Rätsel gelöst hast, gehen in diesem Raum die Fackeln aus. Du kommst auf die andere Seite des Flusses, wenn alle Rätsel gelöst sind. Schaffst du es aber nicht, hast du dein Leben verwirkt. Okay. Und wie komme ich an die Schatzkisten, die da eingelassen sind? Sind vielleicht nur Wandembleme und keine Schatzkisten. Schade. Mein Schatz. Zimmer Nummer 1. Betty Ross. Betty Ross. 226 bis 291. Betty stickte Kanten weiß und rot und gelb. Wenn alles ist in Ordnung, niemand dran stirbt. Weiß und rot und gelb. Was ist denn da bitte rot und was ist gelb? Weiß. Ich schätze mal, der Orangene da ist gelb. Ja. Bitte schickte Kanten, niemand daran stirbt. Betty. War das richtig? Ich glaube nicht, weil irgendwie brennen die Fackeln noch, oder? Stickte Kanten weiß und rot und gelb. Wenn alles ist in Ordnung, niemand daran stirbt. Dann mache ich mal die Reihenfolge. Ah, das war jetzt auf einmal richtig. Na gut, okay. Ja, aber weiß und rot und gelb und dann kommt ein Orange und ein lila Schleim. Was ist denn da los? Nummer 2, Ruby Style. Lautlos lebte Ruby, gab kein Ton von sich. Verdruss. Gewalt hat sie gemieden, Tag um Tag. Ein ganzes Leben bis ins Grab. Dann töte ich die jetzt nicht. Aber die greifen mich an. Soll ich die jetzt töten? Keinen Ton von sich geben. Dann mache ich einfach mal gar nichts und bleib einfach mal hier stehen. Ich stehe da jetzt aber schon ziemlich lange und mache nichts. Wenn ich einfach gehe. Nee, das habe ich mir gedacht. Das müssen wir nochmal lesen. Lautlos lebte Ruby, gab keinen Ton von sich Verdruss. Gab keinen Ton von sich Verdruss. Gewalt hat sie gemieden, Tag um Tag, ein ganzes Leben bis ins Grab. Ich schätze mal, töten ist nicht die richtige. Aber was ist die richtige. Was ist denn los? Muss ich mich verwunden lassen von denen? Ohne mich zu beschweren. Nee. Ich
komm nicht drauf. Ha! Wirklich einfach nur lang genug nichts machen. Ich habe beim letzten Mal vielleicht nur einfach nicht lang genug nichts gemacht. Na gut. Nächstes Zimmer. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht, aber ist eigentlich wurscht, weil es steht hier eh auch nochmal. Hans Luftläufer. Hans wanderte durch die Luft. Geh zu ihm. Vielleicht, dass er noch hüpft. Aha. Ah, das war's schon. Okay, na dann. Gut, gut. Nächstes Rätsel. Dirk der Dunkle. Mord war sein Geschäft. Er liebte es nicht, doch wer mit dem Schwert lebt, wird durch das Schwert gehen. Oh Gott, Hilfe! Ist das gemein? Okay, aber das war richtig. Das seltsame Skelett töten und nicht die anderen. Zimmer 8. Wodini. Wahrscheinlich ein Zauberer. Wodini. Mein Gott, der ist alt geworden, oder? Nee, 77. Naja, doch, aber nee, das ist überhaupt nicht alt geworden eigentlich. Hier ruht Wodini, Magier ohne Magie. Seine Gestalt so dünn, wenn er sich abwand, ihn niemand wiederfand. Dann kommt eine Kiste vom Himmel. War der 2D der Wodini? Wodini? Das muss man aber auch irgendwie. Also das war jetzt reines Glück. Naja, okay, cool. Lars E. Sind wir Lars E? Tat nicht weh zu stehlen? Doch so wirst du die Lösung verfehlen. Leider war es leer. Oh Gott, dafür Gegner umso mehr. What? Au, dass dir aber auch wirklich gleich mit einer Attacke vom Himmel fällt, der Kerl. Au. Naja, egal. Komm schon. Ein Ecke, bitte. Einmal Ecke. Leider war es leer. Schnell Flucht. Was? Keine Gegner diesmal? Puh. Ach, und das war nicht das Rätsels Lösung. Oh, verdammt. Dann lesen wir nochmal, ob da ein Hinweis ist, welche Kiste die richtige sein könnte. Lars E. tat's nicht weh zu stehlen, doch so wirst du die Lösung verfehlen. Darf ich vielleicht nicht getroffen werden? Kommen vielleicht immer Gegner, aber ich darf nicht, weil es heißt, es tat ihm nicht weh zu stehlen. Vielleicht dürfen die mir nicht wehtun. Und somit wär's schon wieder gescheitert. Okay, schauen wir mal. Jetzt habe ich keinen Treffer abbekommen. Aber es kommen trotzdem nicht neue Gegner. Ich dachte, vielleicht kommen neue. Dann ist vielleicht die Reihenfolge das Entscheidende. Aber wartet, jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Vorsichtshalber mache ich die letzte Kiste nochmal auf. Nee, wurde nicht getroffen. Trotzdem Schnaps gesoffen.
Lars, es tat nicht weh zu stehlen, doch so wirst du die Lösung verfehlen. Darf ich vielleicht die nicht umbringen, während ich hier alle öffne? Damn, jetzt haben wir aber ein Problem. Verdammt. Nein. Ah. Nein, das ist jetzt blöd gelaufen. Ich habe auch noch einen geschlagen. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte das alles nicht. Okay, nee. Das ist auch nicht die Lösung. Au. Ich verstehe es nicht. Lars, es hat nicht weh zu stehlen. Doch so wirst du die Lösung verfehlen. Ach so, warte mal. Eine Sache gibt es, die habe ich noch nicht versucht. Das hat wohl nicht funktioniert. Sonst hätte ich beim Rausgehen wahrscheinlich ein Diddle-Diddle gehört. Okay, und wenn ich jetzt nicht... Wenn ich keine Truhe öffne... Ah, tatsächlich. Okay. Na dann. Noch zwei, glaube ich, oder? Ich wollte eigentlich das Schild lesen, aber ja. Tim liebte es, zu campen, neben einem hellen Licht durchs Lesen unter Lampen. Wurde er ein kluger Wicht. Oh, Hilfe, was ist denn jetzt los? Mein Gott, ey. Dass die aber auch gleich so viel Schaden machen. Und so bam, direkt auf den Kopf fallen und man ist tot. Tim Hell. Tim liebte es zu campen, neben einem hellen Licht durchs Lesen unter Lampen wurde er zum klugen Wicht. Ich dachte, das hätte ich gemacht. Also gelesen habe ich nichts, aber... Was soll ich auch lesen? Ah, die andere Lampe war einfach nur das Rätsels Lösung. Ich hab's einfach nur neben die falsche Fackel gestellt. Na super. Maria Hysteria. Da ist ein Felsblock. Was? Oh nein! Maria plagte die Eifersucht und eines Tages, so sagte man, sie mit einem Stein in der Hand ein Leben nahm. Lass mich doch mal durch jetzt. Ich muss mit einem Stein in der Hand das Leben nehmen. Bitte.
Ja, wie? Das war nicht das Rätsel Lösung. Eines Tages, so sagte man, sie mit einem Stein in der Hand ein Leben nahm. Ja, genau das, was ich jetzt gemacht habe, ne? Eigentlich. Na super, das ist ja mal gemein. Au, wie soll man denn hier bitte nicht getroffen werden? Das ist ja echt gemein. Ah, come on. Ah. Mist. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Warum zählt das nicht, bitte? Mit einem Stein in der Hand ein Leben nahmen. Ja, das mache ich. Mit einem Stein in der Hand ein Leben nahmen. Eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht, außer werfen. Oder? Kann ich noch anders mit einem Stein in der Hand ein Leben nehmen? Ich wüsste nicht wie. Ich habe versucht mit drauf fallen lassen, aber das hat irgendwie auch nicht wirklich funktioniert. Oh Gott, mein Ecke-Ecke-Verschleiß wird auch nicht gerade besser. Jetzt kann ich den Stein nicht mehr nehmen. Ich spule mal zurück. Das ist ziemlich bescheuert. Okay. Jetzt liegt der Stein auf ihm drauf. Mist. Das wollte ich gar nicht. Na super. Okay, auch das zählt nicht. Ach, was muss ich denn dann machen? Das macht mich fertig hier. Ich verstehe das nicht. Was muss ich... Also das ist... Es ist mir ein Rätsel. Es soll ja auch ein Rätsel sein. Aber gleich so eins. Mit einem Stein. Jetzt ist das letzte Rätsel, das wir machen müssten. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Mit einem Stein in der Hand ein Leben nahm. Ja, und dann nach... Weil ich meine... Während ich den Stein in der Hand halte, kann ich schlecht ein Leben nehmen. Mein Gott, nervt das, dass ich mich hier auch nicht wehren kann. So funktioniert das nicht. Jetzt hat er mich rausgeprügelt. Das ist nicht das Rätsels Lösung. Ha, das ist jetzt echt verzwickt. Ich habe echt keine Ahnung, wie was jetzt hier los ist eigentlich, wie man das Rätsel löst. Leute, wir machen jetzt für heute Schluss und morgen wissen wir hoffentlich weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.